Genau dann, wenn ich filmen will, geht die Sonne weg. Deswegen müssen wir heute mit der Softbox filmen. Und ihr wisst ja, ich hasse die Softbox. Also nimmt mir diese Lichtverhältnisse nicht übel, aber geht nicht anders. Hallo, heute gibt es ein Favoritenvideo von den Monaten Januar bis, ich glaube, ja, so ein bisschen noch vom Februar jetzt. Aber erstmal so Januar und Dezember, das waren so meine... Ja, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was aufgeschrieben, was so Favoriten technisch angeht. Und das wollte ich euch heute einfach mal erzählen, weil so ein Video echt lange nicht mehr kam und ich super coole Favoriten habe. Und zwar, mein erster Favorit ist natürlich meine Brille. Die habe ich mir bei Accentate? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, habe ich mir die machen lassen. Ich habe normalerweise keine Brille. Ich meine, es kann sein, dass ich jetzt bald eine Brille brauchen werde, weil meine Augen einfach immer schlechter werden. Aber laut Sehtest brauche ich keine. Ich bin jedoch ein unglaublicher Fan von Brillen. Wenn jemand eine schöne Brille hat, macht das sehr, sehr viel aus dem Gesicht. Und ja, ich wollte schon immer eine Brille haben. So blöd das klingt. Also ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die mobben andere Leute für eine Brille. Ich konnte das nie verstehen. Ich finde Brillen wunderschön. Und... jetzt habe ich eine Brille. Die habe ich mir dann machen lassen. Also da sind keine Sehstärkengläser drin. Ich habe die Gläser einfach nur entspiegeln lassen und die haben einen Blaulichtfilter. Das, wenn man zum Beispiel aufs Handy guckt, das nicht so die Netzhaut kaputt macht. Also hat meine Brille sogar noch eine kleine Funktion, aber in erster Linie einfach, weil ich sie mega, mega schön finde. Ihr habt sie ja auch schon auf Bildern gesehen. Mein Akku geht leer. Nice. Ich glaube, heute ist wirklich nicht der Tag zum Filmen, aber ich wollte dieses Video unbedingt abdrehen und vorhin war noch voll schönes Wetter. Dann habe ich mich kurz fertig gemacht und mein Hund will rein. Dann habe ich mich kurz fertig gemacht und dann war die Sonne weg. Naja, jedenfalls, wie gesagt, habe ich mir diese Brille dann gekauft. Die war auch nicht günstig. Dafür, dass es eine Brille ist, auf jeden Fall, aber halt dafür, dass ich sie eigentlich nicht brauche, ist es halt teuer. Aber dafür gehe ich arbeiten. Das ist das Malchen. Hallo Mali. Der Mali. ja, das ist auf jeden Fall so mein Hauptfavorit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde sie wunderschön und ich fühle mich einfach tausendmal wohler mit Brille als ohne, wenn ich ehrlich bin. Dann mein nächster Favorit ist meine Haarfarbe, auch wenn sie schon echt ausgewaschen ist und ich sie unbedingt nachfärben muss. Gesundheit. Ihr habt ein Video ja gesehen zu der Illumen-Haarfarbe. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, da erzähle ich euch, wie ich meine Haare gefärbt habe. Und ja, ich liebe meine Haarfarbe, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, Leute. Mein nächster Favorit. Ich habe schon viel darauf... Oh, Mali, Gesundheit! Ich habe schon super viel auf Instagram darüber geredet, beziehungsweise ich nerve meinen Freund damit und alle gefühlt in meiner Umgebung. Die Serie Druck. Leute, bitte sagt mir, dass ihr diese Serie kennt und dass ihr sie liebt, weil es ist einfach die beste Serie ever. Neben Stranger Things, aber es ist die beste Serie ever. Es ist eine deutsche Serie, ihr könnt die auf YouTube sehen. Ich mache jetzt keine Werbung, also ich mache Werbung für diese Serie, aber keine bezahlte. Ich bin einfach so überzeugt von dieser Serie, ich finde sie so toll und keine Ahnung was. Also es ist halt so, die Serie ist ein Remake von der Serie Scam. Das ist, glaube ich, eine norwegische Serie. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe diese Scam-Serie auch noch nicht geguckt. Werde ich aber vielleicht nach Druck machen. Aber ich hoffe natürlich, dass Druck noch ganz lange weiterläuft, weil ich liebe diese Serie. Wirklich. Also es ist so eine Serie, die in Echtzeit läuft, sage ich mal. Also es kommen jeden Tag so Clips. Und dann am Ende der Woche kommen die ganzen Clips, sage ich mal, zusammengefasst in einer Folge. Ich gucke natürlich die Folgen, weil ich mich noch nicht so spoilern möchte mit immer diesen 4-Minuten Clips. Sondern gucke dann lieber am Ende dieses Gesamtergebnis von der Woche. Es ist halt einfach mega spannend. Es geht so um Liebe, um... Jugend, um natürlich Druck in der Schule, sonst hieß sie nicht Druck und keine Ahnung was. Es ist halt einfach super cool. Die Schauspieler haben auch so mit ihren Charakteren Instagram-Accounts und da kann man dann halt auch so richtig mitmachen, so als würden diese Charaktere halt wirklich existieren und es ist wirklich super cool. Bitte, Leute, schaut diese Serie. Ich möchte auch unbedingt... Mali, lass das Tuch in Ruhe. Nein!
Ich möchte auch unbedingt ein zweites Video über die Serie machen, beziehungsweise wie ich das bei Stranger Things auch gemacht habe, ein Let's Talk About Druck, weil ich habe ein Let's Talk About Stranger Things gemacht und da könnt ihr mir jetzt bitte, wenn ihr diese Serie geschaut habt und wenn nicht, dann tut das sofort, schreibt mir einfach Fragen in die Kommentare, wie findest du den und den Charakter, was hältst du da und davon. Ich habe da mega Lust drauf, weil ich einfach diese Serie total toll finde und mich mit niemandem wirklich austauschen kann, weil einfach niemand in meinem Freundeskreis diese Serie guckt und ich verstehe nicht warum, weil diese Serie ist mein Leben, muss ich wirklich sagen. Und es ist halt einfach super cool. Also ich sehe mich da auch in manchen Charakteren wieder und ein Charakter erinnert mich einfach so an eine frühere Freundin von mir. Das ist so cool und Alexander, oh. Falls ihr das geschaut habt, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Oh mein Gott, ich komme mir vor wie das letzte Fangirl, aber egal. Ja, auf jeden Fall kann ich die Serie euch wirklich ans Herz legen. Sie läuft, wie gesagt, auf YouTube für jeden zugänglich und es lohnt sich wirklich. Dann habe ich noch eine Serienempfehlung für euch und zwar die Serie You auf Netflix. Also You, du wirst mich lieben, so heißt sie, soweit ich weiß. Da geht es so ein bisschen um so einen creepy Stalker-Typen, der einfach komplett gaga im Kopf wird und für die Liebe ziemlich dumme Dinge tut. Ist mega, mega spannend und ja, irgendwie so blöd das klingt, aber in manchen Dingen kann man sich mit dem Protagonisten und der Protagonistin identifizieren. Also ja, schaut sie auf jeden Fall. Es ist wirklich lohnenswert. Dann ein mega, mega geiler Favorit ist meine Wärmflasche. Leute, ich hatte vorher noch nie in meinem Leben eine Wärmflasche. Ich hatte immer nur diese Kirschkernkissen, falls ihr die kennt. Aber eine Wärmflasche, und die ist auch noch so niedlich, ist einfach das Geilste auf der Welt. Ich kuschel einfach immer so damit und dann kann ich schlafen wie ein Baby. Ich habe letztens, da war ich mega müde, habe ich mir eine Wärmflasche gemacht und die so in meine Hose reingesteckt, damit die so meinen Unterleib wärmt. Ich bin einfach mit dieser Wärmflasche in meine Hose eingeschlafen und morgens mit meiner Wärmflasche in der Hose aufgewacht. Also wirklich, man schläft wie ein Baby. Deswegen holt euch eine Wärmflasche. Es gibt so super niedliche hier bei Primark, die habe ich von meinem Freund bekommen. Es ist einfach das Leben. Und ich habe das Gefühl, die halten auch viel länger warm als die Kirschkernkissen. Also, ich weiß nicht. Dann habe ich natürlich noch ein paar Deko-Favoriten. Und zwar war ich in letzter Zeit ziemlich viel Deko einkaufen, zum Beispiel, wie man das da erkennt. Und da habe ich noch so einen komischen Kringeldingel. Meine Bettwäsche. Und ich habe noch so, warte, das kann ich euch auch zeigen, hier so Deko-Pflanzen. Es ist super cool. Also ich weiß nicht, ich mochte echte Pflanzen nie so gerne, weil sich da bei mir immer das Viehzeug drin gesammelt hat. Und auch damals mit meinem Hamster, ihr habt das ja mitbekommen, ich habe jede Pflanze, die ich hatte, wegschmeißen müssen, weil da überall Parasiten drin waren. Das war so ekelhaft. Und seitdem bin ich einfach ein Freund von Plastikpflanzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch, die können super schön aussehen, sehen. Deswegen, also ich muss sagen, ich liebe Plastikpflanzen. So blöd das klingt, aber das ist einfach der Wahnsinn. Dann habe ich noch einen, ja, Möbelfavorit. Und zwar habe ich ja einen neuen Schrank bekommen. Ich kann euch den auch gerne mal zeigen. Dafür muss ich euch jetzt mal drehen. Falls man das hier erkennen kann, das ist mein Schrank. Und zwar ist das ein Eckschrank. Also hier so, der ist so in der Ecke und deswegen ist er hier so gerade. Ich kann den kurz aufmachen, das ist jetzt nicht sonderlich aufgeräumt, aber falls man das sehen kann, das ist halt so ein Eckschrank. Und das ist halt total praktisch, weil ich persönlich, ich hatte noch nie wirklich einen großen Schrank und jetzt habe ich einen großen Schrank, der aber nicht so mega viel Platz wegnimmt, weil der passt perfekt in diese Ecke, wo halt eigentlich nichts bei mir reinpasst. Und ich muss mal schauen, ob ich den noch finde im Internet. Sonst müsst ihr einfach mal Eckschrank eingeben. Da werdet ihr den bestimmt finden. Der war auch nicht so mega teuer. Und man kann halt tatsächlich noch so Anbauten kaufen dafür. Also falls ihr mal irgendwann mehr Stauraum braucht, dann könnt ihr euch da einfach so einen Nebenschrank noch dazu kaufen. Und ja, ich liebe diesen Schrank. Da passt einfach alles rein. Ich meine, ich habe ja echt schon viel ausgeräumt. Und ich möchte auch noch mehr ausräumen. Deswegen, ja, damit wirklich alle meine Klamotten in den Schrank reinpassen, weil ich habe jetzt teilweise noch ein paar Klamotten in den Kisten hier. Aber das wird sich dann bald auch ändern. Ja. Leute, ich habe mir ja ein neues Tattoo stechen lassen.
Dieses Tattoo werde ich euch aber nochmal in einem anderen Video komplett zeigen. Auch so die Bedeutung dahinter, weil mich so viele gefragt haben, was hat es denn für eine Bedeutung? Spoiler, es hat keine. Aber ich werde euch das nochmal in einem extra Video zeigen und euch die Geschichte darum erzählen, weil die halt wirklich super cool ist. Und ja, falls euch es aber jetzt schon interessiert, ich habe ein Foto auf Instagram gepostet. Dann kommen wir zum nächsten Favoriten, und zwar ist das diese Handyhülle hier vom Shop Leib. Ich habe euch ja schon mal die Unterwäsche von denen vorgestellt. Die haben mir nämlich jetzt Handyhüllen rausgebracht, weil die sich dachten, wir machen nicht nur Unterwäsche, nein, wir machen auch Handyhüllen, weil das so gut zusammenpasst. Nein, Quatsch, aber mega, mega cool. Und zwar könnt ihr euch diese Handyhülle einfach so umlegen und dann habt ihr so eine Handyhülle immer dabei. Das ist super cool und da fühlt man sich auch wieder ein bisschen wie in der Grundschule, weil ich hatte immer so ein Portemonnaie, was man sich so umhängen konnte. Ich meine, das kann super, super stylisch aussehen, wenn man das hier einfach mal so ein bisschen länger macht. Und dann kann man sich das einfach so wie so eine Tasche umdingsen. Und die Bänder gibt es auch noch in anderen Farben. Und dann sieht das einfach aus wie ein Accessoire. Also du kannst dein Handy einfach als Accessoire tragen. Und das ist halt super, mega cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Shop Leib. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Für die Kooperation, dass sie mir die Unterwäsche damals zugeschickt haben, von der ich übrigens immer noch sehr begeistert bin. Sie ist einfach so bequem und macht eine so tolle Figur. Und von der Handyhülle, die hat mich schon sehr, sehr viel gebracht. Es ist einfach mega praktisch, wenn man vor allem shoppen ist und weiß ich nicht was, oder auf eine Sightseeing-Tour geht, sage ich mal, und Fotos macht, gerne Fotos macht, dann kannst du einfach immer dein Handy nehmen und es geht nicht verloren, es ist einfach total praktisch und ich finde, es sieht einfach mega süß aus, weil niemand hat sowas und ja, ich habe sowas jetzt und fühle mich einfach cool damit. Es ist natürlich ungewohnt, aber ich finde es mega cool. Ich habe auf jeden Fall noch einen Rabattcode für euch, keine Sorge, ich verdiene daran kein Geld. Es ist lediglich einfach nur ein Rabattcode für euch, ich glaube, der heißt Nele15, ich schreibe ihn euch hier mal hin. Da kriegt ihr 15% auf eure komplette Bestellung, Unterwäsche oder Handyhülle. Oder beides zusammen. Ja, bin ich auf jeden Fall mega zufrieden mit. Es ist so cool und definitiv einer meiner Favoriten, weil es einfach super erleichternd ist. Dann trinke ich in letzter Zeit super viel Tee. Ich glaube, das ist tatsächlich so mein letzter Favorit. Und zwar Hagebuttentee. Das ist wieder so eine Druck-Reference, also Hagebuttentee. Und mein allerliebster Tee ist momentan dieser hier von Kappa, der Skinny Vanille Tee. Voll lustig. Das ist ein Erdbeer- und Vanilletee, der schmeckt so lecker. Ich habe auch nur noch ein paar Beutel, muss mir mal neue kaufen. Das ist halt leider das Problem, wenn man bei DM arbeitet und einfach sich von jedem Produkt irgendwie angefixt fühlt und einfach alles kaufen möchte. Mega blöd. Aber ja, auch Hagebuttentee schmeckt mega, mega gut. Ich liebe Tee einfach in letzter Zeit. Ich trinke nur noch Tee und Tee ist mein Leben. Ich glaube, das war es jetzt erstmal mit den Favoriten. Es tut mir leid, dass es so durcheinander war, aber ich wollte euch das einfach erzählen. Ich wollte endlich nochmal ein Video drehen. Vor allen Dingen, weil ich halt wirklich coole Favoriten habe, finde ich zumindest. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was so eure Favoriten die letzte Zeit war und vielleicht lasse ich mich dann auch ein bisschen anfixen. Es werden auf jeden Fall noch ein paar Videos jetzt folgen, sobald das Wetter mal wieder ein bisschen ist. Ich meine, es wird ja momentan wieder ein bisschen heller, das ist ja schon mal wenigstens etwas. Dann wird auch mal eine Roomtour kommen, eine Kleiderschranktour, einen Deko-Haul und ich überlege gerade, was ich noch geplant habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lasst euch überraschen. Ich habe euch mega, mega lieb und freue mich, dass ihr momentan auch so aktiv auf Instagram seid. Auch wenn ich irgendwie stetig Follower verliere, keine Ahnung, aber das finde ich irgendwie überhaupt nicht schlimm und es freut mich sogar eher, weil so meine Community einfach noch ein bisschen mehr zusammenkommt und ja, ich hoffe, das bleibt so. Bleibt alle gesund und macht was Schönes aus eurem Leben. Ciao! PS, bitte guckt alle Druck.